Gut. Vorlesen. Fegewurst mit Pommes ist, als würde man zweimal Beilage essen. Blödsinn, also so wie. Besuchen Sie mit uns das älteste vegetarische Restaurant der Welt. Mitten in Zürich. Eröffnet vor über 120 Jahren und mit einem eigenen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Hier spielt neben Qualität auch Regionalität und Saisonalität eine wichtige Rolle. Heute ist der Wunsch nach einem gesunden Leben fast selbstverständlich. Aber die Familie Hiltl trug maßgeblich zum Sinneswandel der Gesellschaft bei. Doch es brauchte lange, bis sich ein Wandel bemerkbar machte und der Gründer Ambrosius Hiltl benötigte viel Geduld. Ja, die Evolution können wir natürlich seit bald 125 Jahren beobachten. Ja, damals war es schlimm gewesen. Ich meine, wir lachen heute darüber. Der Wurzelbunker hat es geheißen im Volksmund. Und die Gäste waren Grasfresser. Es hatte einen Hintereingang, die sind meistens hinten rein. Und man hat Theater aufgeführt, damit überhaupt jemand kommt. Und man hat tiefrote Zahlen geschrieben. Ambrosius Hiltl erkrankte an Rheuma und Dr. Max Bircher riet ihm zur Heilung während einer Kur auf Fleisch zu verzichten. Der Zufall wollte es zudem, dass es in Zürich bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts ein vegetarisches Restaurant gab, das nach einem neuen Geschäftsführer suchte. Für den gelernten Schneider die Chance für einen Neuanfang. Es ist erstaunlich, oder, wie lange das gegangen ist. Und es war sehr, sehr ruhig und nicht gelaufen bis, würde ich mal sagen, 30er Jahre. Wir haben Gästebücher bis in die 40er Jahre. Damals hatte es viele Nobelpreisträger gehabt, Pianisten, Dirigenten. Also Leute, die wirklich, wo ich jetzt mal würde sagen, die vorausgedacht haben, die haben das verstanden. Das Volk gar nicht. Das Volk hat gefunden, no way, oder? Sprüche über Vegetarier gibt es immer noch und der Fleischkonsum ist in der Schweiz seit Jahren praktisch konstant. Hiltl entwickelt sich aber stetig weiter, bietet in den eigenen Ateliers Kochkurse und betreibt die erste vegetarische Metzgerei der Schweiz. Alternativen zum Fleischkonsum gibt es heute viele. Und Nährstoffe wie Eiweiße, Eisen oder Proteine liefern auch andere Lebensmittel. Die Zeiten haben sich geändert. Das Tier hatte vor 100 Jahren eine andere Bedeutung, ob als Speise oder Nutztier. Wie das Restaurant Hiltl ist auch der Hof von Klaus Böhler seit 4 Generationen in Familienbesitz. Die Tiere wurden hier längst von Maschinen abgelöst. Mitten im Dorf von Seuzach bei Winterthur wäre auch kein Platz mehr. Der Grossvater hat mit der Tierhaltung angefangen, weil er seine Tiere gebraucht hat als Zugkräfte. Und das ist natürlich in der, sag jetzt mal, die grösste Veränderung in den letzten 100 Jahren. Weg von den Tieren, vom Tiereinsatz als Zugkraft her zu der Mechanisierung auf dem Betrieb. Und weil wir mitten im Dorf sind, haben wir jetzt auch kein Tier mehr, weil wir haben keine Möglichkeiten mehr, um die rauszulassen. Wir sind jetzt ein reiner Gemüsebaubetrieb, wo wir einfach fruchtfolgetechnisch schauen, dass wir auch ohne die den grossen Einsatz vom Hofdünger durchkommt. Wenn Rolf Hiltl zu Besuch ist, dann wird oft gemeinsam überlegt, was wann und warum am besten gedeiht. Der Profit ist beinahe Nebensache. Grundsätzlich können wir nur das anbauen oder ansehen, anpflanzen im Frühling, wo wir im Herbst sicher auch verkaufen können. Und wenn es neue Ideen gibt, wenn der Rolf mir anruft und sagt, du könntest das noch machen, du könntest das noch machen, dann können wir das probieren. Dann probiert man zuerst mal mit einer kleinen Fläche und wir bauen es nicht im grossen Stil an, dass das Risiko einfach abschätzbar, kalkulierbar ist. Urdinkelgras erwies sich hier als besonders interessant und kann mehrmals pro Jahr geerntet werden. Wir fangen beim Saat gut an, sehen jetzt aus. Erntet es dann bereits nach 3 Wochen, 4 Wochen nach Saat, je nach Jahreszeit. Und einen Großteil von dem Gras, den wir eben auch selber pressen. Und wir dann viel selber trinken. Und das Urdinkelgras hat wirklich eine mega schöne, grüne, dunkle Farbe, was vom Chlorophyll herkommt. Wenn man von den heutigen Salaten, wenn man die dort auspressen, meistens ein bisschen drüben Saft rauskommt. Also die Sonnenenergie, habe ich das Gefühl, ist im Urdenkelgras wirklich sehr schön vorhanden. In der Form von dem Chlorophyll. Rolf Hiltl verspürt den Drang, immer Neues auszuprobieren. Missionieren möchte er aber nicht. Im Gegenteil, ein Stück Fleisch hier und da lehnt auch er nicht ab. Ich bin ein sogenannter Flexitarier. Das kommt nicht immer gut an. Es ist einfach, wie es ist. Es kann sein, dass ich Vegetarier werde. Ich esse sehr oft vegetarisch. Aber eben, ich meine, unser Motto heisst gesunder Genuss, oder? Und unser Motto heisst nicht Mission. Und wir haben noch nie missioniert, werden es auch nie machen. Wir sind Gastronomen wie Menschen.
Menschen kulinarisch begeistern. Das ist unsere Mission. Die Schweiz ist heute, nicht zuletzt dank der Geschichte von Hiltl, ein kleines Paradies für Menschen, die sich vegetarisch ernähren möchten. Allein in Zürich finden sich heute 7 Hiltl-Restaurants. Sich gesund ernähren, auf Fleisch verzichten, auch wenn nicht gänzlich, das ist heute längst auch etwas, das man ganz beiläufig tut. Bei einem Ausflug ins Strandbad Mythen geht, beim Zürichsee zum Beispiel. Was vor über 120 Jahren noch als sonderbar belächelt wurde, ist heute ganz normal.